Ja, hallo, ich möchte euch heute Prey zeigen. Ein ziemlich interessantes Game, möchte ich mal meinen. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Ja, neues Ziel. Zieh deinen Anzug an. Dann ziehen wir mal den Anzug an. Ta-ta-da-da. Hier der erste und der letzte Anzug. Ja. Okay. Wir werden das jetzt hier mal nicht trödeln, sondern ein bisschen flotter angehen. Guten Morgen, Mr. Yu. Ja, morgen, morgen. Ja. Mal rauf aufs Dach. So, da, hier. Wir können laufen, ja. Ah, perfekt. Dann rein in den Helikopter mal hier. Gemütlich, gleich geht's los. So. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Ja. Prey. Da wären wir, Mr. Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Perfekt. Jo, dann gehen wir mal hier rein ins Testzentrum. Hallo, Dr. Yu. Hallo? Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Sehr interessant. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Let's go. Da wären Morgen. Wir. Endlich. Wir sind hier. Hallo Alex Yu. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Nicht wie so gut ist dein wie dir. Auge? Noch rot?
Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Hughes. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, du bist es jeder Norm, ja? Ganz natürlich. Alles klar. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Ja, übrigens, cooler Wir Anzug, sind nächste Alex. Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Alles klar. Danke sehr. Hier. Dr. Yu? Good night. Okay, Raum A. Hallo. Hier, ich bin da. Guten Morgen, Norman. Guten Morgen. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Wenn ich einen Kaffee krieg. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Alles klar. Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wo ist ein roter Knopf? Ah, hier, okay. Ja, lala. Hier, bam und bam und bam. So, da. Wunderbar. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Jo. Hallo? Ja. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ich habe noch keine Ahnung, aber vielleicht... Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich... Kuckuck. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Hahaha, jetzt tut mir mich leid. Nicht. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Okay. Hier. Here we are. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Intuitiv. Tun Sie es okay. einfach. Tun Zum Sie's Starten einfach. Den roten Knopf drücken. Was du nicht sagst. Hoppala. Tut aber. Mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Ich habe nicht gleich Zumindest getroffen. Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay. Ich habe ihn gedrückt. Hallo? Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Alles Ausrüstung. In Ordnung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Okay. Hallo? Ja. Also, D. Ja. So. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Ja, ich möchte auch einen. Großartig. Zwei Danke. Bitte. Hallo. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Ah, bereit. So, wir wollen im Urlaub natürlich etwas Neues ausprobieren. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Super. Ja. Niemand hat das Recht. Oh, nicht einfach. Wer fesselt die Leute an die Gleise? Okay, dann tun wir das Gleis wechseln. Wir sind ja ganz und lieber. Weiter. Gut, ja. So, hier.
Tja, einfache Rechenaufgabe. Fast geschafft. So. Tja, den dicken Mann. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... Was war in dem Kaffee? Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ah! Mein Gott. Alex. Simmons, was ist hier los? Was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Ja, das war der erste Morgen, Teil. Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Ja, also noch einmal das Ganze, so wie es aussieht. Rein ins Anzügchen. So, wieder kein Kaffee. Dann mal hier raus. Okay. Was ist denn hier passiert? Okay. Die Patrizia, die sieht nicht mehr so toll aus. So. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ausbruch. Tada, tada, tada. Ah! What the fuck? Was ist hier los? Moment mal. Ja, hallo. So nicht. Was ist hier? Hier war doch vorher keine Wand. So, gehen wir mal hier raus. Oh. Naja, okay, soweit mal dazu. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Alles klar, okay. Multifunktionsrohrzange. So. Ah, okay, hier gibt's eine Tür. Wusste ich gar nicht. So, da, da. Was haben wir denn hier alles? Ah, okay. Einmal im Kreis gegangen.
Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Da bimmel la bammel la bum. Ha! So, hier hätten wir mal den ersten Gegner. Ekisa. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Ich hab doch nichts aufgehoben. So, dann mal hier raus. Raus hier aus diesem Horror. Ihr seid ja sogar fast niedliche. So. Krieg ich jetzt meinen Kaffee? Naja, okay. So. Dann würde ich sagen, wären wir hier jetzt mal bei diesem Exit. Aufhören. Wow. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Okay. Hat mich gefreut und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Baba!